Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Drogerie-Haul für dich und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe sowohl bei DM als auch bei Rossmann eingekauft, sowohl vor Ort als auch online, denn ich war halt immer mal wieder vor Ort, weil ich dann natürlich auch gucken wollte, ob die Adventskalender da sind, wobei mir da dann auch immer wieder gesagt worden ist, also vor allem bei Rossmann, dass es sehr, sehr spät erst reinkommen wird. Es ist ein bisschen schade, denn ich würde natürlich auch super gerne die Läden vor Ort unterstützen, aber na, man kann sich die Adventskalender auch theoretisch einfach in die Filiale liefern lassen, das nur so als Information. Und ich habe hier so ein paar Tüten und Kartons, wo wir einfach mal reingucken. Ich habe auch ein bisschen was gekauft, weil ich habe jetzt ja, ihr seid so geil, ne? Ich habe meine 30.000 Abonnenten-Verlosung jetzt demnächst vor der Tür stehen, sage ich jetzt mal dazu. Und dafür habe ich dann auch ein bisschen noch was geholt. Aber es haben sich schon super viele Kooperationspartner bei mir gemeldet und gesagt, Mensch Claudi, herzlichen Glückwunsch. Die unterstützen mich halt auch mega. Also da wird es so krass abgehen, Leute. Genau. Und ihr seid natürlich die Allergeilsten, weil ohne euch wäre das alles überhaupt nicht möglich. Es ist der Wahnsinn. Es war ein bisschen witzig, weil ich habe genau in der Woche, wo das dann halt auch passiert ist, also an dem Sonntag dann ja auch quasi, meinen Vlog beendet. Und der müsste am 10. September rauskommen. Ich weiß nicht, müssen wir mal gucken, wann jetzt welches Video irgendwie kommt. Nun denn, auf jeden Fall habe ich noch alles, was ich kriegen konnte, von der Galaxy by Maxime Collection mit Riva Loves Me im Rossmann gekauft. Da habe ich jetzt hier nochmal die Lidschattenpaletten, die Lidschattenpalette einfach noch ein paar Mal geholt, die einfach super schön ist und die dann auf jeden Fall auch in Verlosungspakete mit reinwandern darf. Dann habe ich auch noch tatsächlich dreimal diesen geilen Pinsel bekommen. Der ist so wundervoll, ne? Also der wird dann auch verlost werden. Also es wird auch tatsächlich, ich denke, 30 Verlosungspakete geben. Für 30.000 Abonnenten macht das durchaus Sinn, ne? Und da gucken wir mal, was da alles noch so mit reinwandert, wobei teilweise echt riesige Sachen zur Verfügung gestellt werden. Also komplette Adventskalender und so. Da muss ich einfach mal gucken, wie das am besten hinhaut. Genau. Mega, also dass ich da noch welche bekommen habe. Der Skin Enhancer, den ich tatsächlich heute auch trage, ist leider restlos irgendwie ausverkauft. Ist echt krass und auch das Fixing Spray ist echt so eine Sache für sich. Ihr hattet mich gefragt, ob ich das hier mal testen könnte. Das ist von Bilou Happy Summer, der Duschschaum. Und ich habe noch nicht so wirklich dran gerochen. Ich habe mir hinten so die Beschreibung durchgelesen. Es hat sich so gut angehört. Es riecht wirklich gut. Es riecht total nach Pfirsich auch irgendwie, ne? Mega cool. Gucke mal. Hier verführerische Jasminblüte, herber Moschus, erfrischende Limette. Ja, das mit der Limette habe ich auch ein bisschen rausgerochen, aber mal gucken. Also ich mag halt super gerne die Beludu-Schäume. Die sind so, so gut auf der Haut und das wird dann demnächst jetzt auch von mir ausprobiert werden. Ich habe das jetzt dieses Mal so, dass ich nicht die Sachen vor mir stehen habe, sondern dass ich das jetzt hier aus den einzelnen Sachen rausholen werde. Das habe ich online bestellt. Ist jetzt viel zu groß natürlich noch, ne? Diese Schälchen. Ah. Sind die nicht genial? Ich meine, guckt euch das an. Da ist ein Hund drauf und der Hund hat eine Brille auf. Und diese Brille erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen an die Brille, die ich so habe, wenn ich normalerweise Videos schneide und so weiter. Und ja, der Hund erinnert mich jetzt nicht unbedingt an Sammy, aber es sind halt Hundeschuhe, ne? Größe 26. Wie lange wird es dauern, dass Julius die Größe hat? Vielleicht schenke ich die vorher unserem Neffen. Muss ich mal gucken. Ist auf jeden Fall ultra süß, muss ich sagen. Und dann habe ich auch noch diesen süßen Teller, der natürlich auch in dieser Optik ist, mitgenommen. Melamin-Teller Hund, ist schon knuffig, ne? Also eine richtig schöne Edition, die da online haben, wo natürlich auch dieser Becher mitwandern musste. Tatsächlich machen wir das so, also Julius hat so Trinklernbecher oder halt auch so Henkelbecher mit Nuki dran und so, aber wir lassen ihn auch manchmal aus richtigen Bechern trinken. Ja, das ist eine riesige Sauerei, aber er findet das großartig und warum nicht machen? Und er liebt es, darin so Blasen zu machen. Das ist auch süß. Das hier wollte ich für hier oben vor meinem YouTube-Zimmer verwenden. Das ist eine Schmutzfangmatte. Das hatten wir schon mal. Das ist ziemlich blöd eingepackt. Achso, man muss einfach nur drehen. Ja, dann ist ja easy, ne? Die ist jetzt auch nicht riesig oder so. Geh mal zur Seite hier. Was ist das denn? Aber die ist halt perfekt für hier vor meinem YouTube-Zimmer, dass wenn irgendwer mit nassen Füßen oder so durch die Gegend läuft, dass man da einfach sowas hat. Ist das nicht niedlich? Oh mein Gott, ist das niedlich? Oh mein Gott! Ja,
Hello, my little friend. Und da sind Katze und Hund drauf. Ich bin jetzt nicht so der Ultra-Katzen-Fan, aber es ist halt einfach hier mit drauf. Und das ist halt so eine Edition aktuell dort, wo du sowohl diese Hundesachen hast, als auch eben diese Katze auf diesen Kindersachen. Ist das süß? Ja, ja. Das ist schon süß. Das kommt hier oben gleich hin. Ein bisschen Beauty habe ich dann auch noch als Vortrag mitgenommen. Alles auseinander, Kassen auf die Seite, zack. Da habe ich einmal von Isana die Cremedusche Follow Your Dreams mitgenommen. Das ist eine limitierte Edition. Ich weiß noch nicht, ob ich die selber behalten werde oder weitergeben werde. Ich kann trotzdem mal dran schnuppern, ne? Ui, das riecht super süß. Passt schon nach Zuckerwatte mit irgendwas Fruchtigem, Beerigem mit dabei. Ja. Hier steht jetzt nicht drauf, wonach das riechen soll, aber es riecht wirklich, wirklich gut. Mag ich sehr gerne leiden. Dann habe ich mir noch so ein neues Pöttchen mitgenommen. Nagellackentferner, acetonfrei mit Aprikosenkernöl und fruchtigem Duft. Das ist halt mit Finger reinstecken und fertig ist die Laube, ne? Mag ich sehr gerne sowas und deswegen durfte das mit. So, das ist jetzt auch für mich ein Backup. Dann habe ich hier ein bisschen DM in dieser Tüte, ne? Da war ich auch immer wieder fleißig, wobei das hier ist, glaube ich, auch viel online. Also ich, wie gesagt, teilweise war ich im Laden, habe das dann in die Tasche mit reingeworfen. Teilweise ist es halt vor Ort gewesen. Teilweise war es online. Süß. Ja, Julius hat aktuell Größe, Hilfe, danke, Größe 74, 80. Ist das nicht heftig? Und da habe ich halt so Kurzarmbodies mitgenommen. Aktuell trägt er halt sowohl mal Kurzarmbodies, mal Langarmbodies, je nachdem wie auch das Wetter ist und was er vielleicht auch so drüber trägt. Und die waren jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, ob die reduziert waren, aber auch 8,90 € für zwei Stück finde ich jetzt nicht schlimm. Vor allem, weil Alana, nee, Pussblue ist das hier, hat eine super gute Qualität. Alana habe ich nämlich auch, da habe ich so einen Schlafanzug mitgenommen. Oh mein Gott, ist das süß. Da sind einfach so, ja, solche Elefanten drauf. Orange oder so ein bisschen, ne, das ist fast schon herbstlich, aber auch nicht zu herbstlich, finde ich, weil es ist ja halt auch kurz. Auch da, mal trägt Julius auch abends oder nachts noch Kurzarm, mal trägt er Langarm oder Langbein, je nachdem, was halt so ist. Ich finde, das Wetter ist so ein bisschen wie April. Allein heute, ne, wir hatten teilweise richtig Sturzbäche, kam den Himmel runter und Gewitter und Sammy wusste gar nicht, wohin mit sich, da hat er ja echt Schiss vor. Und teilweise mega Sonnenschein, T-Shirt-Wetter läuft, ne? Also ganz verrückt. Naja, auf jeden Fall mega cool. Dann habe ich auch für mich was mitgenommen und zwar neue Strumpfhosen. Einmal Faszino Matt Optik in der Farbe Sand. 30 Dehn, da muss ich immer ein bisschen gucken, ne? Das ist nie so leicht. Also mal will das passen, mal nicht. Das ist jetzt 42, 44, die M, die nehme ich eigentlich immer mit. Obwohl das jetzt nicht unbedingt meine Größe ist. Also normalerweise trage ich ja in Kleidung Größe 38, ne? Und in Hosen 38, 40, so, ne? Wie es drauf ankommt halt und oder wie es ausfällt. Und ich finde das ein bisschen frech, wie das bei Faszino so mit den Größen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Weil da wird einem suggeriert, dass man irgendwie eine viel, viel größere Größe bräuchte, wenn man eine Größe M nimmt. Und hier ist auch wieder Größe M, 42, 44. Und das ist eine Secret Style Strumpfhose. Das ist halt, wie wir das damals hatten. Damals ist gut, wie wir das, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das ja auch so mega in, ne? Dass du ja quasi so eine 2-in-1 Strumpfhose hast. Eigentlich ist es eine super dicke, blickdichte Strumpfhose, aber es sieht halt so aus, als würde Haut durchscheinen, tut's aber nicht. Das finde ich irgendwie ganz cool und ja. Also wollte ich dann auf jeden Fall tragen. Nö, kann man machen. So, auch für den Mr. Wow durfte was mit. Da habe ich hier mal wieder allerhand von diesen Knabberwürstchen-Mix-Dingern mitgenommen. Da kriegt er halt jeden Abend eine von, wenn wir ins Bett gehen, dann kommt er immer mit. Und dann kriegt er immer eine Knabberwurst, wenn ich im Bett liege. Und dann kriegt er die dann so und dann freut er sich und ich freue mich. Und dann legt er sich dann meistens vor meinem Bett erstmal hin. Später wandert er rüber und liegt dann bei meinem Freund an der Bettseite. Letztens ist er sogar zu Julius rübergewandert, der Fregel. 3 Uhr nachts werde ich wach, weil mein Sohn sich kaputt lacht, als gäbe es keinen Morgen mehr und Julius da rumtappert, Sammy da rumgetappert hat. Das ist unglaublich, unglaublich, die beiden. Knack, das war die Hüfte. So, wir waren ja gerade im Schlafzimmer, da gehen wir nochmal kurz hin. Das, ja, ist einfach Safety First, ne? Also jetzt gerade möchte ich nicht direkt wieder schwanger werden, das ist jetzt so einfach so die Zwischenlösung, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich muss auch wirklich gestehen, ich weiß nicht, wann ich zuletzt sowas benutzt habe. Ich habe gar keine Ahnung. Also wirklich, das ist Ewigkeiten her, dass ich sowas verwendet habe. Und wir müssen uns da auch sowieso erstmal wieder rantasten.
Ja gut, ne? Weißt du Bescheid. Das ist irgendwie so eine Mixed-Geschichte mit verschiedenen Sorten und Größen und keine Ahnung. Wie viele sind da drin? 8 Stück? Jo, gucken wir einfach mal. Ne? Dann habe ich für die Küche mitgenommen, um die Temperatur mal wieder etwas runterzuholen. Von Denk mit, die Geschirrreiniger Nature, das sind diese hier, die verwenden wir. Die finden wir eigentlich ganz praktisch und die machen unser Geschirr auch recht gut sauber. Den hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht bekommen, als ich bei Catrice mir die ganzen Produkte aus dem Sortiments-Update gekauft habe. Hier ist er jetzt, der Glow Lights Highlighter. Das ist dieser hier in der Farbe 010 Rosy Nude. Kommt jetzt natürlich nicht in mein Catrice Full Face Neuheiten Gedönsen mit rein, weil das jetzt ja schon abgedreht ist. Der ist auch noch zugeklebt, muss ich dann aber demnächst nochmal ausprobieren. Ne? Ja, total fancy habe ich mir jetzt auch noch neue Nookies für Julius mal bestellt, einfach weil ich das mal ausprobieren wollte. Habe ich das hier mal mitgenommen. Das ist hier so ein Bio-Schnuller von Grünsprechprodukte. Kiefergerechtes Saugteil, keine Ahnung. Wollte ich einfach mal gucken, wie das so ist, ob ihm das gefällt. Also der hat so ein Natur-Kautschuk-Gedönsen von seiner Oma mal bekommen. Und das findet er schon ganz gut. Also gerade als er die gezahnt hatte, war das echt sinnvoll. Und das ist tatsächlich auch echt witzig. Genau. Denn du hast wirklich... Ja, den, das ist ja komplett daraus. Das ist ja witzig, ne? Das ist aus einem Teil so gegossen. Das ist cool, ne? Und Julius knabbert natürlich überall dran rum, wo es nur geht. Und vielleicht ist es für ihn jetzt das Ding schlechthin. Mal gucken. Werde ich auf jeden Fall mal morgen ausprobieren, ihm geben. Und dann schauen wir mal, wie er das so findet. Müll. Dann habe ich mitgenommen, oh, die fand ich auch so süß. Ja, das, er braucht jetzt halt größere Nookies, ne? Von Nook Day and Night, 6 bis 18 Monate. Das ist, ach, süß, ne? Ja, genau. Ist schon niedlich. Und ich verliere die Dinger irgendwie ständig oder wir verlieren die ständig, finden dann irgendwann mal die Dinger wieder, aber naja. Genau. Die sind mit einem Krokodil und mit Sternchen. Ist süß. So, und wahrscheinlich auch sinnvoll. Die hatte ich online auch total viel gesehen und habe mir gedacht, naja, ich weiß nicht, ob das cool ist oder nicht. Von Medela Baby Senso Pearl, 6 bis 18 Monate. Das ist halt so, dass du hier nicht diese Kappe da drauf hast, sodass du dann ja theoretisch die ganze Zeit auch das Nuckeln sehen würdest. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Soll aber kiefergerecht und so sein und richtig gut, keine Ahnung. Sterilisationsbox, 3 Minuten. Ach, guck. Sterilisationsbox auch noch mit dabei. Weiß nicht, wie man die dann gebraucht, aber das müssen wir mal gucken. Ja, aus Soft-Silikon. Auch das ist aus einem Guss. Das finde ich auch cool, muss ich sagen. Das finde ich wirklich cool. Ne? Kannst auch eine Schnullerkette dran befestigen. Da ist auch ein Loch dafür vorgesehen. Und noch was für Julius habe ich hier. Klar, so ein paar Sachen. Ne? Da schaue ich jetzt auch bei DM und Rossmann, ob es da irgendwie was gibt von Nubi The Nibbler ab 6 Monate. Wir haben das jetzt schon öfters mal ausprobiert, ihm eine Melone zu geben oder sonst irgendwie, ne? Was man halt so an Obst auch so da hat. Und er knabbert wohl dran rum, aber spuckt es dann wieder aus. Und da haben wir uns gedacht, naja, vielleicht sind ihm die Stückchen zu groß. Und hier ist es halt so. So, und dann hast du hier halt so ein Netz drin. Und in dem Netz ist jetzt irgendwie noch ein Plastik, was da, glaube ich, gar nicht reingehört. Das mache ich mal eben raus. Das ist nur zu Stabilisationszwecken, ne? Genau, also hier machst du dann quasi das Obst rein, das Gemüse, was auch immer. Und das Baby kaut dann darauf rum und hält es dann ja auch quasi... so in der Hand, ne, kaut darauf rum und dann kommt das ja wie Brei daraus und das ist eigentlich eine echt gute Geschichte, muss ich sagen, und das wollten wir einfach mal ausprobieren, wie das so funktioniert, weil ich finde nichts cooler, als wenn du wirklich dem Baby auch frisches Obst so geben kannst und wenn man da die Möglichkeit hat, warum nicht, und jetzt ist ja auch gerade bei vielen unserer Eltern und auch bei uns ein bisschen Erntezeit, ne, dass man da so ein paar Sachen hat und dann kann man das halt damit geben. Da habe ich jetzt zum Beispiel von meiner Schwiegermama in Spee letztens Birnen bekommen. Von meiner Schwiegermama in Spee gab es Himbeeren. Wir haben aber auch selber Himbeeren und Brombeeren und hast du nicht gesehen, ne? Und Pflaumen kriegen wir und so. Und das ist halt schon cool, finde ich. Dann hat L'Oreal eine neue Tuchmaske rausgebracht, die ich gerne ausprobieren möchte. Das ist so eine Hydrogelmaske, wenn ich das richtig sehe. Eine Vitamin C Soft Glow Serum Maske. Revitalift Clinical. Genau, aus dieser Revitalift Reihe halt. Ja, wird ausprobiert, werdet ihr dann im nächsten Aufgebraucht-Video sehen. Dann gab es noch 2 Parfums. Ich glaube, die liebe Tamina hatte das in ihrem Video gezeigt, dass dieses Innocent so richtig gut riechen soll. Das möchte ich gerne mal ausprobieren. Ist von Girl Happens, das ist von der Kati. Wie hieß die damals nochmal auf YouTube? Ja, mittlerweile heißt die ja Kati, ne?
Auf jeden Fall hatte sie das empfohlen. Ich glaube sogar bei ihren Drogeriefavoriten, bei dem Video, was wir ja zusammen so gedreht haben, ne? Und sieht wirklich schön aus. Das ist so eine Milchglasverpackung. Hier oben ist es so ein Holzverschluss. Und dann würde ich das hier einfach mal reinsprühen. Oh, Pfingstrose. Oh, Lotus. Moschus und Amber. Okay. Oh, das riecht sehr, sehr blumig. Mag ich gerne leiden. Das ist ein schöner Duft, den mag ich. Das ist ein schöner, frischer, also nicht frisch im Sinne von Limette oder sowas, ne, sondern halt ein schöner, blumiger Duft, den man halt einfach auch so super im Alltag tragen kann. Und wenn man den vielleicht ein bisschen intensiver aufträgt am Abend. Und hier habe ich jetzt das Gold Dust. Das ist mit Birne, Kokosnuss, Jasmin, Pfingstrose, Sandelholz, Moschus, Vanille. Ich glaube, das könnte sogar noch mehr meins sein, weil ich bin ja auch schon so ein warmer Dufttyp. Das mag ich gerne. Auch hier wieder eine schöne Verpackung. Fühlt sich auch sehr, sehr schwer an. Gucken wir mal. Mit der Nase gucken vor allem. Sammy guckt mich von hinten, also von da hinten an. Ne? Eben hat er noch hinter mir gelegen. Aber wenn ich anfange, Parfüm zu sprühen, sagt er, nee, Choco-Cow. Oh, das riecht auch richtig gut. Das riecht sehr süß. Aber ich mag das, ne? Das ist halt schon auch was für mich. Also beide Düfte mag ich richtig gerne leiden. Das sind tolle Düfte, kann ich sehr empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob man die sogar kombinieren könnte. Der hier riecht ein bisschen herber tatsächlich jetzt im Abgang. Aber auch gut. Aber den mag ich lieber, definitiv. Schön, also definitiv, definitiv, definitiv. Sehr, sehr fein. Dann gucken wir mal in die nächste Box hinein, beziehungsweise hier habe ich jetzt so ein paar Produkte, die habe ich euch, glaube ich, im Vlog auch schon gezeigt. Da habe ich von L'Oreal einiges zugeschickt bekommen. Ein Großteil der Produkte wird tatsächlich auch in meine 30.000 Abonnentenverlosung mit reinwandern, denn ich konnte mir dann da einfach ein bisschen was aussuchen, was ich dann entweder verwenden oder zeigen oder halt verwenden möchte oder wie auch immer, ne? Und genau. Das mache ich halt, indem ich immer Points einlöse und die bekomme ich, wenn ich Produkte zeige. Also das ist halt irgendwie so ein Portal, worüber das läuft. Da habe ich einmal die Revitalift Laser X3 Nacht. Dreifach Power Anti-Age-Pflege mit Pro-Retinol, Hyaluronsäure und Vitamin C. Das ist wahrscheinlich jetzt eine ganz tolle Geschichte, wenn man Richtung Oktober denkt, ne? Ich persönlich verwende Retinol tatsächlich ganzjährig, weil ich auch sehr, sehr viel Sonnenschutz verwende und auch immer darauf achte, was für ein Tag ist, wann gehe ich in die Sonne und so weiter. Ne? Und das ist ein richtig schöner, schwerer Glastiegel, finde ich sehr hübsch. Und ich zeige euch die Produkte jetzt einfach mal in diesem Haul mit drin, weil das ist ja Drogerie. Ihr bekommt es ja bei DM bei Rossmann, ne? Auf jeden Fall. Dann auch noch die dazu passende Tagespflege habe ich mir auch mit ausgesucht. Ja, hier bin ich mir nämlich gar nicht so sicher, ob ich die jetzt selber verwenden werde oder ob die in den Monolith-Schatten-Adventskalender kommen, der dann ja auch noch demnächst mal verlost wird. Und zwar habe ich hier von L'Oreal die in der Farbe 20 Queen Satin, habe ich so Monos. Und die sollen ja so super sein. Ich bin ja nicht so der Mono-Fan, aber ich muss einfach mal schauen. Und auch noch in der Farbe 19 Mogul Satin, auch wunderschön, ne? Das ist schon cool und die sollen halt krass sein. Und wenn du das halt mit einem Bronzer zusammen aufträgst, kann das Ganze richtig cool werden. Ja, das sind jetzt Haarprodukte, die ich definitiv nicht behalten, sondern weitergeben werde. Ultrafeines Haarspray, extra starker Halt, spielend leichtes Ausbürsten von Elnett. Das ist auch irgendwie so ein Klassiker, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Nein, da kommen wir später zu. Ist ein kleines hier noch. Das ist genau das gleiche, nur noch mal in der Reisegröße. Genau, das ist hier. Und dann habe ich hier noch eine Mascara, die Lash Paradise. Das ist so ein super Dupe zu der Better Than Sex von Too Faced. Eine wunderschöne Mascara. Mascaras kann L'Oreal aber definitiv. Also denkt mal an die Telescopic Gold. Ne? Die habe ich euch letztens auch schon öfters mal immer wieder in Videos gezeigt. Die macht mir Wimpern wirklich bis oben zu den Augenbrauen. Das ist wirklich richtig geil. Das ist eine wasserfeste Mascara, Luminous mit Ceramid Air, auch ganz interessant. Aber ja, Waterproof Mascaras, ist beim Abschminken für mich immer ein bisschen schwierig. Ne? Ich mag das halt gerne, wenn Mascaras lange halten, aber sie sollen sich auch vernünftig abschminken lassen, damit ich halt auch meine Wimpern immer schön gepflegt habe. Ja, das ist die klassische Telescopic Lift Extra Black. Das ist nicht ganz so meine Welt, muss ich gestehen. Da finde ich die goldene viel, viel besser.
Das finde ich auch interessant. Glow Monomour, das ist einfach, ja, diese Highlighter-Drops habe ich hier. Das sind 15 Milliliter, da kommst du gefühlt dein ganzes Leben mit aus. Ich habe aber auch gehört, dass man das super in Foundation mit reinmachen kann, also reinmischen kann, in matte Foundations zum Beispiel, um die so ein bisschen glowy zu bekommen oder so. Da muss ich nochmal ein bisschen experimentieren. Dann habe ich hier auch noch verschiedene Lippenstifte. Die Color Reach, die sind einfach so wunderschön. Wunderschön. Ich meine, guckt euch das an. Ich finde es einfach total elegant. Und ja, der Duft ist einmalig. Den haben die seit meiner Kindheit nicht verändert. Das finde ich echt witzig, wenn man halt damals so die Lippenstifte von den Müttern, wenn man irgendwo zu Besuch war, ne, verwendet hat oder so. Meine Mama hat sich damals nicht so geschminkt. Ich habe sie zum Schminken gebracht. Dann habe ich hier auch noch die 125 Maison Marais. Das ist halt mehr so eine Farbe, wenn jetzt bald mein Chanel-Lippenstift leer geht für meine Adventskalender-Unboxings, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich den hier verwende. Der hat nämlich auch so einen schönen Blaustich mit drin und der wird sehr schön weiße Zähne machen. Sowas brauche ich nämlich dann immer in solchen Momenten tatsächlich. Ja, dann habe ich hier noch ein paar Haarprodukte. Hier haben wir diesen riesen Bottich. Dream Length XXL Fiber Mask. Ich habe jetzt gerade erst die Haarpflegereihe, also Shampoo und Spülung davon, in Anwendung bzw. auch schon aufgebraucht. Und das gefällt meinen Haaren richtig, richtig gut. Kann ich nicht anders sagen. Hier habe ich sie auch nochmal da. Einmal die Spülung, die ich gerade leer gemacht habe, und auch das Shampoo. Und ich bin ja eigentlich kein Fan von Drogerie-Shampoos, muss aber wirklich sagen, dass ich die super gerne mag. Also das ist tatsächlich eine Drogerie-Haarpflege, die meine Haare auch sehr gut vertragen. Ja, und dann habe ich jetzt zu guter Letzt noch ein Haarband drin. Das ist ein Scrunchie und hier hat man dann so Viecher. Ja, das ist jetzt natürlich Iconic Hans, das ist so eine Edition halt davon, ne? Irgendwie so eine Special Edition, schlag mich tot. Ist ganz süß, aber ich glaube, dass ich das eher weniger tragen werde, weil mir das jetzt von den Farben auch nicht so unbedingt steht. Wow, mein Tisch ist voll, ich muss hier mal kurz ein bisschen klar Schiff machen. Und jetzt komme ich zu dem letzten Karton. Das ist eine kleine Bestellung, die ich bei DM getätigt hatte, wo ich halt, ich glaube, ganz viele Babysachen, genau. Da hatte ich auch noch die ganzen Gläschen für Julius bestellt. Also halt, ja, Babynahrung. Die zeige ich euch jetzt nicht unbedingt in den Videos. Es ist halt immer der gleiche Kram, ne? Ja, da hatte ich dann auch nochmal drüber nachgedacht, dass es ganz sinnvoll wäre, nochmal Spülmaschinentabs mitzunehmen. Das fand ich interessant. Von NYX Freezy ist es ein Cooling Primer. Da sind ganze 50 Milliliter drin. Das ist super viel Produkt. Ist ein neues Produkt, das ich gerne mal ausprobieren möchte. Vielleicht so ein Fullface und Drogerie-Neuheiten. Genauso auch dieser Brow Tint in Medium Brown von Judith Williams. Ich hoffe, dass die Farbe passt. Aber es könnte funktionieren. Ich bin ja natürlich blond, ne? Also das ist halt meine Naturhaarfarbe und da ist es unglaublich schwer, in der Drogerie auch einen vernünftigen Augenbrauenstift zu finden in der richtigen Farbe. Dann habe ich hier auch noch Eyebrow Styler Easy and Fast von Judith Williams. Der soll tatsächlich waterproof sein, einen natürlichen Look, starken Halt geben und eine fliegende Formel haben. Schaut so aus. Achso, da können wir uns auch mal das Bürstchen angucken, ne? Das könnt ihr mal. Ja, einfach so ein kleines halbes Bulli würde ich es jetzt einfach mal nennen. Vielleicht von der einen oder anderen Mascara auch ein komplettes Bulli. Riecht soweit noch nichts, aber ich kriege gerade auch nur noch das Parfum, muss ich gestehen. Dann habe ich, hupsala, der sieht total merkwürdig aus. Trend It Up hat ein Clean Philosophy. Ich glaube, das ist so eine neue Reihe oder so von denen, ganz aufregend. Algar, also mit Algen, 24 Stunden Hydro Base. Also auch das ein Primer mit 30 ml in einer Glasverpackung. Also ich weiß nicht, ich möchte Trend It Up da so ein bisschen ein neues Branding machen oder so, weil es fühlt sich hochwertiger an als sonst. Muss ich tatsächlich einfach mal so sagen. So, allerhand dekorative Kosmetik habe ich mir hier auch einfach mal geholt. Der sah online schöner aus. 3D Sugar Look I Love Effect von Trend It Up. Ja, der sah online definitiv schöner aus. Würde jetzt gerade auch super zu meinem Pulli passen, ne? Auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch von Trend It Up den Color Meets Care Serum Stick Shiny Finish. Bist du ein Lippi? Was habe ich denn hier bestellt? Was bist du? Warum? Der ist super cremig. Also, das ist dieser hier. Ich glaube, den habe ich mir für die Lippen bestellt. Ich bin ja was drauf. In lila. You're fancy, ne? You're fancy. Sieht sehr schmierig, oh, aber auch sehr, okay, wenn man den verwischt, ist er quasi weg. Interessant. Bist du wirklich für die Lippen?
Farbe und Pflege. Der Serumstick kombiniert mit intensiver Farbe in einem glänzenden Finish, versorgt die Lippen bei regelmäßiger Anwendung mit Feuchtigkeit und hilft, die Haut nachhaltig zu pflegen. Die zahnschmelzende Textur fühlt sich wie ein Glas Wasser auf den Lippen an für ein angenehmes Tragegefühl. Also wenn ich jetzt hier so mit meinem Finger drüber gehe, war das eher so klebrig, aber jetzt ist es eingezogen und fühlt sich total weich an. Verrückt, okay. Hier habe ich noch One for All Lips, Cheeks, Eyes, Sexy Lips, Pearly Cheeks, Touch of Glamour von Judith Williams. Auch das ein neues Produkt, wo ich einfach, also ich scroll halt einfach manchmal gerne so nachts durch die Neuheiten von DM. Ne? Finde das immer total aufregend. Und, für die Wangen ist der aber wirklich sehr, 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 sehr dezent. Guck mal. Weil ich trage sowas ja normalerweise unter meinem Puder. Für die Lippen kann ich mir den aber gut vorstellen. Dann von Trend It Up den 18 Stunden High Coverage Concealer, Feuchtigkeit spenden und wasserfest, habe ich in der Farbe 010. Ja, das ist die hellste Farbe. Der sieht richtig krass deckend aus. Oh mein Gott. Ja, bin ich gespannt. Dann habe ich hier nochmal One for All Lips, Cheeks und Eyes. Den habe ich als Highlighter mir auch gedacht. Der andere ist jetzt ja... Ah, okay, doch. Der hat einen Pearly Shine. Definitiv. Kann ich mir auf den Augen vorstellen und auf den Wangen so, ich glaube, als Highlighter wäre der ganz cool, ne? Der hat wohl Strahlkraft. Wobei, wenn ich jetzt so meinen Finger hier abstreife, habe ich schon relativ groben Glitzer. Da muss ich einfach mal gucken, wie ich damit so klarkomme und wie wir uns vertragen. Allerhand Tuchmasken gab es auch neu oder generell. Da gibt es irgendwie so eine neue Reihe und da musste ich einfach ein bisschen zuschlagen, weil ich ja auch immer super gerne recht zeitnah dann auch für euch die Produkte testen möchte, wenn sie ja stehen, ne? Das sind so, ja, weiß ich nicht, wie die Edition heißt. Das ist eine bedruckte Tuchmaske. Da hast du ein schwarzes Vlies mit Kirschen und Rollschuhen und Herzchen. Das sieht so aus. My Heart Beats Neon. Okay. Mit Hyaluron und Kirschextrakt. Mhm. Dann habe ich die ganze Geschichte hier auch nochmal mit Hyaluron und Blaubeerextrakt. Ich weiß nicht, was da Kirsche oder Blaubeere in meinem Gesicht machen sollen. Geht da wahrscheinlich um Feuchtigkeit. Dann haben wir auch noch hier eine Golden Light Tuchmaske mit Kokosextrakt, Meerwasser und Hyaluron. Die ist jetzt nicht bedruckt. Das ist einfach nur eine Special Edition. Und dann habe ich mir noch die 4 Augenpads mitgenommen. Das ist alles mit Hyaluron, wenn ich das hier so richtig sehe. Dann habe ich die einmal hier mit Blaubeere, dann mit Kirsche. Ich fand es einfach süß, ne? Ja, mit Kiwi und auch mit Brombeerextrakt. Ja, wirklich günstig ist es eigentlich nicht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es jetzt ja auch mittlerweile von vielen Marken auch diese Pöttchenmasken und so gibt, von Essence, von Yepoda, ne? Also, ich muss mal gucken, wie die so funktionieren. So, und dann kommt Schatzi eigentlich auch immer zu kurz, weil ich den ja generell gerne bombardiere mit Produkten aus Männerboxen. Deswegen braucht der eigentlich nichts. Aber Balea hat wohl irgendwie so eine Art Reihe rausgebracht. Achso, das ist noch was anderes. Die auch ein bisschen an Axe erinnert. Und mit Deo kriege ich den halt immer. Ne? Das ist Deep Sensation, Deodorant und Body Spray. Anziehender Duft von Bergamotte und Zedernholz. Das ist voll seins halt. Ne? Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal mitgenommen. Ist von Balea Men. Das können wir jetzt ja mal schnuppern. Nur für zu Holz. Ja, ja. Oh Gott, ja. Oh, das riecht richtig gut. Das wird er mögen doch. Da wird er sich freuen. Ja, also ein schönes Tube zu Axe, wenn man das vielleicht mal sucht. Und das ist eher so für mich, weil ich das schön finde. Ja, Bruno Banani with Essential Spices Refreshing Magnetic Men 3-in-1 Shower Gel Hair Body Face. Jo, und das ist dieses hier. Und das soll halt auch an dieses Parfum angelehnt sein, was es ja auch schon gibt. Ne? Und sowas mag ich eigentlich auch immer ganz gerne. Ich hätte von der Verpackung her gedacht, tatsächlich, dass es irgendwie schokoladig riecht, aber tut's nicht. Es gab auch mal irgendwie sowas Schokoladiges. Das haben wir beide so sehr gefeiert. Das war so geil. Ich glaube, auch von Axe gab es damals. Und das riecht einfach, ja, nach einem frischen Duschgel. Also nach einem saubermachenden Duschgel, was eigentlich auch ganz gut riecht, ne? Ja, ist jetzt aber nicht so speziell, wie ich gehofft hatte, tatsächlich. Okay, dann ist auch mein kleiner Karton hier leer. Und auch generell habe ich jetzt einfach mal euch alles gezeigt, was jetzt aktuell von der Drogerie bei mir eingezogen ist. Es ist ganz schön viel, ne? Aber das ist, wenn man da sowieso ist oder wenn man da sowieso bestellt, dann wandert immer ja auch immer wieder so ein bisschen was in den Warenkorb mit hinein. Und ich halte mich aktuell sehr viel in Drogerien auf, einfach um für euch die coolsten und neuesten Adventskalender zu finden. Und ja, dann fällt auch das ein oder andere noch mit
runter. So, ihr Lieben, das wäre es dir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.